Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, hier Paul Berger. Und heute, meine Freunde, ist der wärmste Tag des Jahres. Es ist so ultra heiß und ich habe hier von meinem Lamborghini-Händler heute einen Lamborghini Aventador Cabrio bekommen, weil so gutes Wetter ist. Wir sind mit SU verabredet, also fahren wir direkt mal in die Stadt. Leute, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr GTA 5 RP mit den Jungs feiert. Und Alter, hier ist ja voll der Stau, ey. Hier beiseite, ich fahre ein Lambo, ich darf hier überholen. So, let's go, Leute. Wir treffen uns in der Stadt mit S zu dem U. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Würfelpark. Hier haben wir uns mit dem SU verabredet. Wo ist der Schmutzbengel denn hier schon wieder? Hä? Ey, immer muss man auf den Jungen warten. Wir haben uns mit dem um 1 Uhr verabredet am Würfelpark. Seht ihr den irgendwo? Seht ihr irgendwo hier so einen Monkey auf einem Scooter rumfahren? Weil der hat mir ganz stolz erzählt, dass er sich einen E-Scooter geholt hat. Wir parken jetzt hier mal. Ah, da hinten ist er doch. Da hinten fährt er doch. SU? Let's go! Oh, Max, was bist du denn für einer? Du lässt mich hier einfach warten. Wie lange soll ich denn bitte noch auf dich warten? Oh, willst du mich verarschen? Ich war pünktlich, Digga. Du warst nicht pünktlich. Guck mal auf die Uhr und guck mal, was ich für einen geilen Scooter habe. Ey, Bro, diese E-Scooter sind doch schon wieder ausgelutscht. Ja, nur weil du jetzt wieder mit deinem Lambo prallen musst. Das ist doch schon wieder langweilig, Alter. Ey, du bist so eine kleine Spiel... Du bist so ein Spielverderber, weißt du das? 2019 hängen geblieben. Ja, SU. Oh, ob du meinen Scooter nicht geil findest, fahr mal selber damit rum. Lass mich mal eine Runde damit drehen. Ja, ich kenne die doch. Ich weiß so, wie das ist hier. Guck mal, was ich damit kann. Ich kann sogar... Wow, 360. Oha, krass. Ja, nicht schlecht. Ja, das ist geil. Ey, Alter, schwitzt du nicht in einem lang am Oberteil? Naja, geht. Ich bin dran gewohnt. Alter. Bro, ich bin dran gewohnt. Aber guck mal selber, du hast hier auch voll die lange Jeans an, als ob du hier ja mit langer Jeans hier auch rumrennst, so wie ich. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, es ist so heiß, ich brauche eine Abkühlung. Hast du schon von diesem neuen Badepark hier gehört in der Stadt, der aufgemacht hat? Ja, in Los Santos, aber ich habe kein Ticket dafür. Das ist echt teuer, du weißt. Bro, ich weiß doch, dass du ein Schmalspurer bist. Ich gebe dir einen aus. Ehrlich? Gehen wir da jetzt zusammen hin, oder was? Ja, komm mit. Let's go, man. Aber lass deinen komischen E-Scooter hier, wir fahren mit Lambo. Ja, warte, dann lass mich das wenigstens hier verstecken und abstellen, sonst du weißt doch, die Menschen hier. Ja, alles gut. Die klauen hier im Busch, das wird keiner finden. Schön ein bisschen Cabrio-Heizung mit SU im Badepark, Leute. Wer würde nicht auch gerne so einen schönen Tag mit SU im Badepark verbringen? So, ja, Abfahrt. Abfahrt, let's go, Bro. Aber ey, ich habe gehört, da soll ein Ultra... Oh mein Gott. Oh, sorry. Guck mal, du kannst nicht mal fahren, dein Lambo geht kaputt, ey. Gib mir lieber dein Lambo. Du hast nicht mal einen Führerschein, Junge. Ich habe einen Führerschein. Ah, okay. Hast du meinen Golf 4 schon vergessen? Stimmt, du hast ja einen Golf 4. Und zwar, meine Freunde, guckt euch dieses Gebäude an. Kennt ihr das? Wahrscheinlich noch nicht, weil das gibt's eigentlich gar nicht in GTA 5. Das wurde nämlich neu erbaut hier. Und da oben auf diesem Riesengebäude ist auch ein Badepark. Also komplett krank mit riesigen Mega-Rutschen. Und da werden wir heute hingehen, Leute. So. Oh mein Gott, das wird so geil, aber, ne? Sei mal ehrlich, SU, hast du ein bisschen Angst vor so Riesenrutschen, oder? Ich habe keine Angst vor Riesenrutschen, aber ich sag dir ehrlich, wenn wir dann da oben stehen, ne, dann will ich mal gucken, ob du dich da traust, runter zu rutschen. Oh, easy, ich bin doch kein Schmalspur. Ganz klar. Hä, natürlich bist du ein Schisser, du hast immer Angst bei sowas. Ach. Ich bin Max, ich habe Angst, runter zu rutschen. Okay, gar kein Problem für mich. Alter, Leute, oh mein Gott, wir sind endlich oben angekommen. Ey, das hat so lange gedauert, hier hochzufahren. Oh, allein wie viel Sprit wir dafür gewastet haben. Alter. Ey, die haben ja hier wirklich Rampen, Badepark, hier alles am Start. McDonalds gibt's hier auch. Warte, wir parken erstmal hier beiseite mit einem Schmalspur-Smart hier. So. Ey. Guck mal, wer da ist. Das ist mein Parkplatz, da habe ich mir gemietet. Ja, wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn, Junge? Ich bin hier seit 20 Jahren, gehe ich hier Tag ein, Tag aus ins Schwimmbad. Jetzt macht ein neuer auf, ich habe mir sofort einen Parkplatz gemietet und Sie blockieren. Max, der lügt uns an. Der lügt. Er sagt seit 20 Jahren, das gibt's aber erst seit einer Woche, Sie Lügner. Bro, er ist wirklich der Alpha-Allmann. Du bist bestimmt auch so einer, der morgens um 6 direkt sein Handtuch auf der Liege reserviert, ne? Und so einer bist du. Handtuch auf dem Parkplatz, weg mit dem Auto hier. Ja. Sofort weg mit dem Wagen hier. Können Sie mal weggehen vom Lambo? Das gehört sich nicht. Ey, Sie Schmalspur. Hier sind überall Parkplätze. Stellen Sie sich doch einfach neben mich hier. Nein, das ist mein Parkplatz. Dort ist die Temperatur angenehmsten. Ja, warum reden Sie so respektlos mit meinem Freund? Weißt das gehört was? Sich nicht. Weißt du was? Ich habe keinen Bock auf Kopfschmerzen. Komm, park du hier. Ist okay. Wenn er drauf besteht, auf diesem Parkplatz zu stehen, soll er dahin. Juckt mich nicht. Oh. So, alter Mann, sind Sie jetzt zufrieden? Reden Sie nicht so mit mir, ja? Oh, viel Spaß ab. Ja, schön. Können Tag. Sie mir mal zeigen, dass Sie hier das reserviert haben? Ich glaube Ihnen nicht. Du lass gut sein. Nein, guck mal, warum? Wir haben aber, wir sind doch im Recht. Ich hasse sowas. Nein. Immer denken andere, dass sie im Recht sind. Bro, SU, das sind Leute, die checken Scheiß drauf. Der wird das nicht checken.
Der Typ ist 81 Jahre alt. Der ist. Ey, oh! Digga, ey, du kannst doch nicht. Oh Gott, komm hier weg. Komm, Bro, komm ab, schnell ab, weg. Ab, ab. Digga, du kannst doch nicht einen alten Mann. Ey. Digga, SU ist ja richtig krank, Digga. Nee, wann ist SU denn so wild unterwegs? Komm, SU. Bro, der Typ hat uns einfach. Oh mein Gott. Alter. Der regt mich richtig auf. Komm hier, weil versteck dich mal hier. Wahrscheinlich kurz. War er gar nicht so alt. Der hat nur so getan, als ob es ein alter Sack Nein, war. Nein, Bro, du hast ihn doch gesehen. Der hat Körperbau von einem, keine Ahnung, was gehabt. Einem 100-Jährigen. Hat den gleichen Körperbau wie du. Also sei mal leise. Boah, Alter. Ey, SU ist ja heute richtig auf Gas, ne? Komm mal, lass mal. Ey, schau mal, hier ist auch ein Skatepark. Schnapp dir mal das andere BMX da drüben. Lass ja, mich warte, mach ich. Wow! Hä, kann wow! Wow! Alter! Wow! Bro! Alter! SU! SU, ich fall hier runter! Max, du bist du! Wow! Nein, nicht runterfallen! Oh mein Gott! Hab ich einen Fallschirm? Nee. Kein Problem, ich hab einen Fallschirm, Junge! Let's go! SU, ich komm wieder hoch, keine Sorge! So, da bist SU. Du ja endlich wieder! Ja, komm, jetzt zeig... Oh! Alter! Oh. Boah, das tat weh. Alter, ich kann echt nicht skaten, Junge. Hä? Ja, das war wer sind bewusst. Sie denn? Hallo? Hey du, ich bin der Bademeister, hallo. Hallo? Sag mal, ich such grad, ja, ich bin der Bademeister. Ich such grad zwei Jungs. Ja, okay. Ja, wie sind zwei Jungs? Die einen Opa geschlagen haben. Seid denn zufällig ihr, oder? Was? Hier wurde ein Opa geschlagen? Ja, wow. Ja, genau. Wer macht denn sowas? Ah, der wohnt hinter der Straße. Er hat auf jeden Fall... Alter. Das Ding ist, ihr seid nicht die Einzigen hier mit Cappy, aber ich halte euch im Auge, haben uns verstanden. Hey, wir würden niemals einen alten Opa schlagen, beruhigt euch. Herr Bademeister, ich finde das echt nicht nett, dass Sie sowas uns unterstellen, ja? Nee. Wissen Sie, wir haben Geld dafür bezahlt, eine Menge Geld, um hier mit Ihnen hier schwimmen zu können. Damit. Und dann sagen Sie, dass wir alte Männer schlagen? Ich hab euch gefragt. Wie geht's Ihnen auch? Ich hab gefragt. Damit haben wir nichts am Hut. Ich finde das echt respektlos. Komm, SU, wir skaten hier weiter. Wir haben damit nichts am Hut. Wow, Leute, guck mal. Alter, nice, 180. Cooler Trick. Ey, Max. Wow. Oh mein Gott. Alter, aber SU, scheiß mal drauf. Wir sind ja nicht hier zum Skaten. Lass jetzt endlich mal hier diese Wasserrutschen ausprobieren. Ja, komm, Bro, let's go. Warte mal, komm. Und dann wundern sich die Leute, warum man schlechte Bewertungen gibt. Bei so einem Bademeister. Ist aber echt so. Wow, hier kann man sogar Jetski fahren. Boah, ey Leute, das ist so ein krasser Badepark, der hier... Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ein Badepark auf einem Wolkenkratzer obendrauf? Wow! Ey, das ist zu geil. Das ist ehrlich Max, krass. Max, warte auf mich! Ey, und hier ist sogar eine Rampe. Aber hier darf man nicht runterfliegen. Nicht runterfallen, Bruder. Wow! Komm mal hier an den Rand, lass mal gucken, wie tief das hier runtergeht. Schwimmen kann man hier auch. Nein! SU, nein, komm wieder hoch. Ich hab einen Fallschirm. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. Wir sind hier wirklich am höchsten Punkt der Map. Und jetzt, meine Freunde, werden wir gleich, wenn SU wieder kommt, hier diese Wasserrutschen runterfahren. Da freue ich mich schon drauf. Wir müssen uns nur ein bisschen bedeckt halten wegen dem Bademeister. Weil, wenn der uns erwischt, wenn der weiß, dass wir den Opa geboxt haben, dann gibt's hier gleich Ärger. Und das wollen wir natürlich nicht. So, komm, steig hier drauf, Junge. So, jetzt werden wir erstmal zu den Wasserrutschen gehen. Und, wow, rausgesprungen damit. So. Boah, endlich bin ich wieder oben. Zum Glück habe ich das Fahrrad unten gefunden, Max. Hey, SU, Alter. Bro, das hat so lange gedauert, ne? Ich hoffe, du wartest nicht schon zu lange auf mich. Alles gut. Lass jetzt mal wirklich endlich die Wasserrutschen runter. Deswegen sind wir letztendlich hierher gekommen. So, komm mit. Wir gehen jetzt hier hoch. Ich hoffe, die Schlange da oben ist nicht full, Bro. Ich hoffe auch. Digga, das ist die größte Wasserrutsche in ganz Los Santos, ne? Die ist geisteskrank hoch, das ist voll heftig. Wie viel Glück wir auch haben, dass sowas in Los Santos einfach errichtet wurde, das ist voll geil. Ja, und ich habe auch voll die krasse Idee, sollen wir da gleich mal mit so mit den E-Scootern oder so oder mit dem BMX runterfahren? Ja, das ist voll die geile Idee, verboten, lass das machen. Aber wir machen das einfach heimlich. Boah, ey, das waren ja allein 1000 Treppenstufen hier hoch. Ey, check mal. Ich kann nicht mehr. SU, check mal bitte hier diese Optik. Guck mal, wie hoch wir sind. Was hast du für eine Ausdauer? Schau mal, der Maze-Bank ist ja schon ultra hoch. Boah, wie geil das hier aussieht. Ey, nein, da ist ja wieder der alte Opa. Ey, nein. Oh. Ich versteck mich mal. Hallo, Opa, hallo. Ey, hinten anstellen. Warte mal. Hinten anstellen. Ja, ich bin erstmal dran. Ist doch gut. Und erst warten, bis ich angekommen bin unten. Dann erst rutschen. Ja, ist ja gut. Ich stehe doch hinter ihnen und ich rutsche ja auch erst, wenn sie unten angekommen sind. Haben sie jetzt mal nicht Ich so habe mal eine Frage. Warte mal, sind Sie nicht der, der mich geschlagen hat? Das wollte ich gerade Sie fragen. Warum haben Sie mich vorhin geschlagen beim Lambo? Sie haben mich geschlagen! Sie wissen schon, dass Sie mit Ihrem Schlüssel einen Kratzer im Lambo von meinem Kumpel gemacht haben? Jetzt beruhigt euch doch mal. Alter Mann, beruhig dich. Du willst dich nicht mit uns boxen. Alles gut, keine Gewalt. Ja, ich hole den Bademeister, dann kriegt ihr Hausverbot. Boah, er will wieder einen Bademeister. Weißt du was, ich werde dich jetzt hier mal die Wasserrutsche runterschubsen. Bam! Ja. Weg mit dir! Schubst du die Wasserrutsche runter?
Und jetzt hinterher, Bro! Wow. Und jetzt! Warte, komm, und hinterher! Wow! Wow! Oh mein Gott! Wow! Oh, oh, oh. Ich fall gleich raus! Ich bin auch fast rausgefallen! Let's go! Max, dreh dich um, guck mal, was ich mache! Weem! Ich seh dich nicht! Da musst du dich umdrehen! Und wow! Alter! Ah. Ey, was für eine coole Rutsche! Ey, warte mal, da ist der alte Mann! Der haut ab, der will bestimmt wieder zum Bademeister! Nein, Bademeister! Nein, er will wieder den Bademeister rufen, SU! SU, komm, lass schnell nochmal hochgehen, bevor wir hier Hausverbot kriegen! Ich bin fast ertrunken, Bro! Lass schnell nochmal hochgehen, bevor wir Hausverbot kriegen! Komm mit! Okay, schnell! Oh nein, der verpetzt uns gerade! Max, nimm den BMX schnell mit BMX hoch! Oh ja, das ist eine gute Idee, ich werde mir jetzt schnappen! Da hinten sind die Bademeister! Oh nein! Ich gehe sofort dahin! Oh! SU, komm schnell hoch! Ich komme schnell, gib Gas! Komm! Ey, das BMX ist voll langsam! Ich renn lieber! Komm! Oder, nein, weißt du was? Wir müssen mit BMX die Rutsche runter! Safe! Warte! Komm, los, fahr hoch! Ich komm hoch! SU, wo bist du denn? Warte auf mich, Bro! Oh, ich muss dir ja noch ein Fahrrad holen. Nice, komm. Schnell. Ey, nein, da ist der Bademeister. Er kommt. Ey, du kriegst uns lieber. Nein. Alter. Ey, das ist ja so krank. Das ist ja so krank. Wir fliegen gleich. Und wow. Essie, du bist ja schon wieder runtergefallen, du Idiot. Stehen bleiben hier. Oh nein, der Bademeister verfolgt mich. Ich muss abhauen. Niemals kriegst du mich, niemals. Okay, weißt du was, wir regeln das anders. Alles gut, beruhig dich. So, jetzt auf einmal nicht mehr so eine große Klappe, wenn ich eine Waffe raushole. Alles gut. Okay, du hörst mir jetzt zu. Mein Kumpel Essie und ich, wir dürfen hier so lang rutschen, wie wir wollen, okay? Ja, Jungs, ihr könnt mit der Waffe jetzt hier sein. Ihr könnt doch mit der Waffe jetzt nicht hier sein. Ja, ich mach die Waffe. Wir wollen hier einfach nur so viel rutschen, wie wir wollen. Ja. Nee, Jungs, geht ihr. Ihr müsst gehen. Tut mir den Gefallen. Ihr haltet euch nicht an die Regeln. Ja, dann tut's mir leid für Sie, wenn Sie hier runterfallen. Tschüss. Und tschüss. Ey, Leute. Ey, warte mal. Ich glaube, jetzt sind alle Bademeister hier weg. Der ganze Park ist leer. Wir haben alle Leute hier verkrault. Jetzt muss nur noch Essie wiederkommen. Dann können wir richtig coole Action mit den Rutschen machen. Dann können wir anders cool runterrutschen. Ey, wo ist denn jetzt aber Essie? Wo ist denn jetzt hier Essie hin? Wo ist denn der Bummi schon wieder? Essie? Max, wo bist du? Ja, wo bist du denn? Ich bin bei den Wasserrutschen. Essie? Ich höre dich. Ah, da bist du ja. Alter. Ich kann nicht mehr. Bro, ich habe hier alle verscheucht. Selbst den Bademeister habe ich runtergeworfen. Wir können jetzt hier übelst coole Stunts machen. Heißt das, wir haben alles für uns jetzt? Jetzt haben wir den ganzen Wasserpark für uns alleine. Ja, Max, let's go! Lass mal E-Scooter holen und mit E-Scootern die Wasserrutsche runter. Okay, Bro. Dem Opa. Oh nein, ey, der Opa! Der Opa ist wieder da! Ey, der ist ja verrückt. Opa, der ist verrückt geworden. Ich wusste, dass er verrückt... Oh mein Gott. Ey, der Opa hat Essie verprügelt. Max, hilf mir. Lass Essie in Ruhe, alter Mann. Oh, sorry, Essie. Ach, hey, was ist das für ein 31er? Opa, Sie müssen sich echt mal beruhigen, ja? Weg mit dir! Ey, du lass ihn, der ist ein alter Mann. Ey, Sie müssen sich echt mal beruhigen, Opa. Niemand will Stress mit Ihnen. Ich bin zuerst angegriffen und von der Rutsche geschubst. Ey, der Opa ist zu wild. Digga, bleib liegen, Alter. Ich hab voll die geile Idee. Was denn? Max, denkst du an das, was ich denke? Guck mal, was hier liegt. Willst du mit dem Rasenmäher runterfahren? Lass mal damit runterfahren. Nimm mein Rasenmäher. Geh schlafen, Opa. Wir werden jetzt mit dem Rasenmäher die Wasserrutsche runter. Ja, komm. Du darfst damit runterfahren. Kann man damit über den Opa drüber fahren? Warte. Oh. Ich nehm BMX und du nimmst Rasenmäher. Komm. Warte. Ich versuche. Okay, komm. Jetzt lass den armen Opi in Ruhe, der hat schon genug gelitten, ey. Die Wasserrutsche runter, Leute. Ey, nice, SU. Warte mal, sollen wir the fun one oder the crazy one? Ich bin dafür, wir fahren die crazy one, weil da ist unten noch so ein Sprung. SU, okay, bist also du auch rechts. Dabei? Rechts. Komm, warte, Soll ich vorfahren oder willst du vor? Warte, ich fahr vor mit dem Rasenmäher. Ich hoffe, das geht. Okay, Bro. Ich hoffe, das geht. Leute, schreibt die Kommentare. Ich geb dir noch Anschwung, so. Ich push. Wichtig. Wow. Pass auf, Max. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir fahren 100 km/h. 130! Wow. Ich drück aufs Gas, oh mein Gott, 500 PS! Wow. Alter! Wow. Was war das für ein kranker Stunt? Ich bin runtergesprungen in der Luft, sonst wäre ich hier runtergefallen. Obwohl in der Ja, ich auch. Oh mein Gott. Ey, als nächstes will ich mit E-Scootern machen. Komm, SU, wir fahren jetzt mit E-Scootern runter. Okay, warte, ich rufe meinen Kollegen an, der soll uns ein paar vorbeibringen. Ja, warte, der soll welche liefern. Ey, SU! Ja, Max!
Bro, hast du deinen Kollegen gerufen wegen den E-Scootern? Er geht irgendwie nicht ran. Was ist mit Touren? Sollen wir ihn mal anrufen? Warte mal, da kommt einer angefahren. Ist das hier? Hallo? Hallo! Hey, Touren, was geht? Hä? Als ob, ich hab grad deinen Namen erwähnt und du bist da? Hä, wir haben gerade von dir geredet, Touren. Natürlich nur in guten Tönen. Ich wollte E-Scooter hier den Swimball vorbeibringen. Wissen, Auto, Verleihmarke, weißt du, Geld verdiene. Alter, hä, woher weißt du das? Voll die gute Idee. Ich will Verleih aufmachen, E-Scooter, viel cool hier. Ja, richtig gute Idee. Das du, wo ist der Bademeister, hä? Den Bademeister? Wo ist der Bademeister? Den Bademeister. Ja, der wurde hier. Den hab ich hier runtergeworfen, den Bademeister. Max, du bist ihn. Oh, ich bin stolz auf dich. Ich wollte ihn gleich kaputt machen. Ich hasse Bademeister. Immer mach es Spaß kaputt. Ah. Okay, nice. Ja, ich sag dir ehrlich, hier so Verleih, E-Scooter ist bestimmt gut. Hier sind viele Kinder immer, ja? Nee. Weißt du was? Weil du Bademeister haben, mach ich kaputt. Oh, du hast stolz auf dich gehst, darfst du E-Scooter umsonst haben. Ganzen Tag, ja? Oh, alter Ehrenmann. Gut laus, Touren gibt uns. Gut laus. Okay, warte. Das ist ja richtig krank von Touren. Wie geil. Touren einfach größter Ehrenmann. Warte mal, wir nehmen die Scooter hier raus. So, SU, hier, nimm. Warte mal, was mit dir? Schnapp du suchst dir einen. Oder was? Ja, ey, SU, Touren ist wirklich Max, der größte Max. Ehrenmann. Ja? Max, eine Sache nicht vergessen, ne? Für alle. Wenn dir das Video gefällt, dann liken oder abonnieren bei iClimax. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ehrenmann, Touren, danke. Ey. Max, ich sag dir ehrlich, der macht mir langsam Angst. Als ob. Bro, wieso ist das so schnell hier gewesen? Ey, du hast mich gerade weggefahren. Ich habe gar nichts gemacht, du kannst damit nicht fahren, Junge. Bro, du hast mich gerade über den Haufen gefahren, was soll die scheiße SU? Jetzt hör auf, da rumzulabern und komm hoch. Okay, jetzt komm, du Bummi. Ich will jetzt mal endlich mit einem E-Scooter hier die Rampen runterfahren, die Wasserrutsche. Ui. Aber SU, du hast das, glaube ich, gerade nicht gecheckt. Touren, der war hier, weil er einen Scooterverleih aufmachen wollte. Ja, aber trotzdem, das ist doch gruselig, Bro. Wir reden von Scooter und plötzlich kommt er genau in dem Moment. Okay. Was hat das mit nicht checken zu tun? Juan, das ist einfach nur gruselig. Juan ist einfach ein Geschäftsmann. Der weiß halt einfach, was gerade angesagt ist. Ja, aber genau in dem Moment? Ja, der ist krass. Nicht. So, okay, SU. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier nochmal. Oh. Es wurde ein Leiche gefunden. Ihr zwei auf der Rutsche sofort stehen bleiben. Ihr kriegt uns niemals. Max! Los, wir müssen runter! Okay, wir fahren die Crazy One und springen hier weg. Die haben die Leiche vom Bademeister gefunden. Die haben den Bademeister gefunden. Komm, gib alles. Hinter mir. Gib Gas! Gib Gas! Wow! Max, guck mal, wo ich bin. Wow! Alter, SU, komm. Oh mein Gott. Das ist ein sehr, sehr hoher Charme. Wow! Oh Gott. Max, wo bist du gelandet? Ich bin hier im Parallelhaus, ich höre dich. Oh, komm, wir treffen uns hier in der Straße. Mein E-Scooter ist aber kaputt. Ich sehe deinen E-Scooter. Meiner funktioniert noch. Okay, warte. Ich muss mir, glaube ich, ein Auto klauen oder so. Oh nein, mein E-Scooter ist kaputt. Hey, SU, wo bist du? Oh nein, hier steht einer. Ey, zum Glück stehen diese E-Scooter an jeder Ecke. Meiner ist auch kaputt gegangen. Ey, Bro, mein Reifen ist plötzlich rausgefallen. Warte, such dir schnell einen. Die stehen doch hier an jeder Ecke stehen die doch immer. Warte. Okay. Oh, Polizei ist da. Polizei ist da. Ey, die Verfolgung. SU, ey, tut mir leid, du musst gucken, wie du überlebst. Ich muss hier abhauen, Leute, Oh. Leute, ich darf nicht wieder in den Knast kommen. Ich muss vor den Bullen abhauen. Wo ist dieser Heli? Da oben ist der Heli. Komm. Oh mein Gott, die E-Scooter sind ehrlich schnell. 130 km/h. Heftig. So, jetzt schütteln wir noch den Heli ab. So, wo ist der? Okay, da hinten, er kommt. Weißt du was? Nicht mit mir! Oh mein Gott, nein! Oh, nice, der Idiot ist abgestürzt. Alter, das war ja richtig einfach. Ich musste nicht mal Huffpop oder sowas werfen. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von dem Video. Ich hoffe natürlich immer, es hat euch gefallen. Wir waren im Wasserpark mit SU. Checkt die Jungs aus. Danke auch an Ami, der war auch dabei. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Kramix.